Yo Leute, ich bin's mal wieder, Sid. Und zwar melde ich mich nach etwas längerem Mal mit Ton zurück. Und diesmal geht's um Hashflare IO. Und zwar ist das ein Ethereum Bitcoin Mining Service. Die haben SHA-256 und Script. Was relativ geil ist, was sie jetzt auch haben, ist dieses X11 Mining, was bisschen besser sein soll. Ich habe mich damit noch nicht groß auseinandergesetzt, da ich auch wenig Zeit habe. So, und zwar, ihr könnt hier meinen, wie zum Beispiel bei EOBOT oder anderen Mining-Service, die es so gibt. Mein Favorit ist immer noch EOBOT, wird es auch weiterhin bleiben, da der schon seit Anfang an dabei ist, seitdem ich Bitcoin kenne. Das ist jetzt auch ungefähr 4-5 Jahre. Und ja, da gibt es gar keinen anderen, der annähernd so gut ist oder so lang auf der Bühne steht. So. Ja, und ihr könnt hier natürlich meinen mit Investment. Also hier geht es leider nicht so einfach, dass man einfach ein bisschen Free Hash Power bekommt wie bei anderen. Aber das macht das Ganze schon etwas lukrativer, auch für die Betreiber, weil die auch ein bisschen was verdienen und nicht nur free Hashrats hergeben und irgendwelche Leute kommen und sich 1000 Accounts erstellen. So, ich zeige euch mal so ein bisschen so, was ich hier mache am Tag. Ich mache hier eigentlich gar nicht viel. Ich habe hier mal, ich glaube, es waren 10 oder 18 Dollar investiert. Und hol da alle paar Tage mal einen Dollar raus. Aber ist jetzt auch nicht viel. Interessiert mich auch nicht groß, weil das ist ein kleiner Nebenverdienst. Wenn ich den mit den anderen zusammensummiere, komme ich da wieder auf ein paar hundert Euro raus. So, jetzt zeige ich euch mal. Hier habe ich insgesamt 0,2 Megahash. Und zwar, das ist nicht viel. Das ist gar nichts. Ich kriege hier am Tag. Kriege ich genau gesagt 2 Cent. So, das wären was weiß ich, 21 Cent in der Woche. Ist mir aber auch egal. Wenn man ein bisschen mehr investiert, ein bisschen mit Referrals arbeitet, kann man da ganz schön was rausholen. Ich gehe jetzt halt auch ein bisschen über den Step Referrals. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr nebenbei dadurch zu verdienen. Mal schauen, ob sich das summiert. Da ich kriege ja. Anstatt Geld kriege ich ja Megahertz dazu. Und dann schaue ich einfach mal. So. Wenn man jetzt beispielsweise Hashrate kaufen will, gehen wir mal auf EtherHash für Ethereum. Und dann sind wir schon hier bei dem Rädchen, bei dem Balken. Da können wir auswählen, wie viel wir wollen. Beispielsweise, wir holen jetzt mal 100k heißt, das wären. Hier genau gesagt 3,50 $. Ich habe hier aber doch, ich habe 2. Ich habe 7 Dollar investiert. Und dann könnte man hier einfach auch weitergehen, kaufen. Zack, gekauft. Danach werdet ihr täglich euren Verdienst bekommen und ihr werdet ihn auch direkt auszahlen können. Es ist, glaube ich, kein Limit vorhanden. Aber was auch eigentlich relativ egal ist, weil ich habe auf jeden Fall 2 Cent schon ausgezahlt. Ich kann auch gerade mal schauen, damit man das sieht. Verlauf, Auszahlverlauf. Ah, hier haben wir Auszahlverlauf. Und zwar, ja, seht ihr hier, ab 0, ab 0,0004 habe ich schon, also ab 0,004 habe ich ausbezahlt. Das ist mein Mindestens. Es geht eigentlich ganz gut. Es dauert auch nicht lange, es ist innerhalb von ein paar Minuten. Manchmal kann es auch eine halbe Stunde dauern, ist es da. Ansonsten ist es momentan auch sehr lukrativ. Ich kann sie auch jedem nur empfehlen, da sie mir auch schon öfters ausgezahlt hat und mich hier nicht übers Ohr gehauen hat. Ja, ich denke mal nicht mehr allzu lange, dann habe ich meine 7 Dollar auch wieder raus, ne? Also jetzt vielleicht noch einen Monat, 2 bis 7 Dollar wieder raus. Ja, ansonsten gibt es hier halt auch noch die Möglichkeit, per SHA-256 zu minen oder per Script oder den neuen X11-Miner zu nutzen. Aber der ist, glaube ich, auch um weites teurer. Da bezahlt ihr direkt mal, ja, seht ihr, für eine Maische gut, das sind 6,
6 US-Dollar, das ist auch nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man am Tag mit dem macht, aber ja, interessiert mich jetzt auch gar nicht. Das will ich im Video jetzt auch gar nicht erklären. Ihr könnt hier auch eine Bitcoin-Debitcard beantragen, soweit ich das letztens, wenn ich das letztens richtig gelesen habe. Was aber auch relativ unnötig ist. Ich habe dazu ein anderes Video von ADV Cash gemacht damals. Die haben sehr, sehr, sehr guten Service mit anonymen Kreditkarten. Also ihr könnt die mit Fake-Daten erstellen, könnt da direkt Geld draufpacken, runterziehen, mit Kreditkarte überall online bezahlen, könnt euch dazu noch die Plastikkarte für 4 Dollar bestellen. Also das ist Top-Service. Ich empfehle euch auf jeden Fall ADV Cash, falls ihr eine Mastercard braucht. Ansonsten, Ethereum ist hier richtig geil angesagt. Das ist auch, glaube ich, einer der bekanntesten, die was mit Ether machen. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und lasst die Finger von TinderBTC. TinderBTC zockt euch ab. Das ist nicht mehr lukrativ, das ist einfach nur noch eine Abzocke. War aber auch irgendwie klar, muss jedem klar sein. Ist auch hier irgendwann klar, dass die euch abziehen und das versuchen. Kann auch sein, dass sie einfach normal zumachen, aber wahrscheinlich, wie der Mensch gepolt ist, werden sie es auch versuchen, irgendwann abzuziehen. Also sucht den bestmöglichen Ausstiegpunkt. Guckt, dass ihr schnell einen Rio macht und schnell wieder Abflug. So, bis zum nächsten Mal, euer Sid. Das war's. Haut rein.